Wir haben in dieser Sitzungswoche erste Lesungen in wichtigen Bereichen. Einmal die Neuregelung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge, der jetzt in Zukunft nur noch in Ausnahmefällen möglich sein wird. Nämlich dann, wenn es sich um Härtefälle handelt, auf 1.000 begrenzt. Ein ganz wichtiger Punkt in der Umsetzung unseres Regelwerks für die Migrationspolitik. Wir haben dann die Musterfeststellungsklage auch auf dem Programm. Da geht es darum, dass mehrere zusammen eine Klage durchführen können auf dem Hintergrund der Situationen bei den Automobilen. Ein ganz wichtiger Punkt. Und so zeigt die Große Koalition, dass sie in den wichtigen Bereichen jetzt vor der Sommerpause vorankommt. Wir beraten im Augenblick den Bundeshaushalt 2018, der ja dann auch in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause verabschiedet werden soll. Der Haushalt 2019, in den Eckpunkten von der Regierung beschlossen, kommt auch auf den Weg und wird dann im September beraten werden. Also, die Große Koalition ist auf einem guten Weg.